Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von New World. Ich bin hier schon ein bisschen hingelaufen. Wir müssen jetzt hier gerade in Truhen suchen. Zwei Stück allerdings nur. Ich bin hier gerade schon einmal beim Laufen über diese Brücke rüber. Und habe dann gecheckt, dass da schon die Questaufgabe war. Deswegen laufen wir hier gerade mal wieder 2 Meter zurück. Ich war quasi schon bei der nächsten Quest. Und hier war irgendwo ein Brief, den ich mir nur ganz kurz angeschaut habe. Den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Huch! Oh, upsi. Kommen wir denn hier jetzt wieder hoch? Schaffen wir das hier? Ach so, ja, hier geht ja einfach. So. Das wollte ich drücken. Bretterwege, gefunden bei Vegabrücke Süden. Die Vegabrücke, Seite 1. Ich habe die Konstruktion der Bretterwege beendet, die die unverbundene Vegabrücke verbinden. Das macht es Reisenden hoffentlich einfacher, diese uralte Route zu bereisen, die bisher nur den Ahnenwächtern zugute kommt. Um diese behelfsmäßige Brücke zu errichten, musste ich etliche von ihnen töten. Das hat sie allerdings nicht davon abgehalten, wie Menschen inmitten blauer Azoth-Rauchs wieder aufzuerstehen. Blauen Azoth-Rauchs, so. Lass mich doch da hoch erstmal, bitte. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Das sind blaue Zahlen, das verstehe ich gerade nicht. Aber ich checke hier eh noch nicht so viel, obwohl ich das schon eine ganze Weile spiele. So, eine zweite Kiste brauchen wir aber noch, damit wir noch einen Messbehälter finden. Vielleicht da oben oder eher da. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal nach hier. Wer schießt da schon mit Pfeilen wieder auf mich? Diese Pfeile sind nämlich immer ganz schön mies, weil die echt viel Schaden machen. Sogar mit Blocken machen die richtig viel Schaden. Ludian. Geh weg und hör auf damit. Vielleicht muss ich hier doch mal wieder ein Zelt hinstellen. Ich habe gedacht, Zelt machen wir für die nächste Quest, weil die dann tatsächlich auch für Level 39 gedacht ist. Aber vielleicht brauchen wir den gerade schon hier. Aber wir brauchen eigentlich auch nur noch eine Kiste. Könnte also schnell gehen. Essen wir nochmal ganz kurz. Dann haben wir 20 Sekunden lang bessere Erholung. Oh, der hat uns schon gesehen. Lass mich mal bitte kurz hier hin. Du hast keinen Bogen, das ist schon mal gut. So, was auch immer das Blaue ist. Wir kriegen jetzt ganz schön viel blaues Kram. Aber ich meine, gut, wir sind jetzt natürlich auch in einem Bereich, wo wir vom Level her eigentlich auch schon längst sein könnten. Oder hätten sein sollen vielleicht. Ich weiß nicht. Ich muss denn hier immer noch zum Quest-Bereich scheinbar. Ist hier irgendwo eine Kiste? Ich brauche doch nur noch eine Kiste. Ich habe sowieso nur 2. Wieso sind die hier so selten? Ja. Vielleicht da, wo die Sonne herkommt. Mal gucken. Wenn hier noch ein paar von denen sind, die erledigen wir mal unterwegs. Oder gibt es hier irgendwo eine? Nee, sieht nicht so aus. Aber hier gibt es einen. Den wir mal eben mit wegklatschen müssen. Oder die anderen hier sicherlich auch noch. Gibt es hier vielleicht eine an der Ecke? Warum nicht? Warum denn nicht? Ey! Achso, das ist hier so ein Elite-Fuzzi wieder. Ja, verstehe. Der hat aber ein Schild und Ausdauer. Und ich hau da drauf und mach da keinen Schaden. Jetzt hat er keine mehr. Jetzt hat er wieder Ausdauer. Schauen wir mal, ob wir trotzdem noch. Wir könnten vielleicht mal ein bisschen mehr so. Ich weiß halt nicht, wie wir das gut machen können. In den Momenten, wo er zusticht, ist er natürlich immer ein bisschen seitlicher. Aber er dreht sich halt auch super schnell wieder in unsere Richtung. Ha, die nerven schon ganz schön mit diesen Blockgeschichten. Da vorne sehe ich aber schon eine Kiste. Ich warte noch mal ganz kurz, bis hier noch ein paar Ticks mich heilen. Bevor wir uns hier an den machen. Da ist noch ein Bodenschütze. Ja, der hat uns gesehen. Das wird jetzt wieder nervig. Ich muss als erstes sterben. Diese Bodenschütze, die machen echt fett Schaden. Da fehlt mir so ein Stun oder sowas. Das wäre ganz nice. So, hier die zweite Kiste. Ich hoffe, da ist der Messbecher drin, den wir brauchen. Truhe der Ahnen. Ja, Messbehälter ist da drin. Hier ist schon wieder der Respawn. Aber wir müssen jetzt eh hier runter. Wir laufen einfach mal ein bisschen weg vor denen, würde ich sagen. Das da vorne scheint schon die Gegend zu sein, wo wir da hin müssen. Vielleicht baue ich hier aber glatt doch direkt mal ein Zelt hin. Zelt. Wir haben zwischendurch ein bisschen was mitgenommen. Ich müsste alles haben. Achso, weggehen. Okay.
Sehr schön. Zeltlager steht. Nächste Quest ist diese hier. Was brauchen wir denn da? Suche in Truhen nach Schnallen. Ist das hier schon? Sieht so aus. Das sieht aber krumm und schief irgendwie alles, ne? Kommen wir hier rüber? Ja. Das ist aber richtig krumm und schief. Hier kriegt man ja irgendwie einen Knick in der Optik. Du musst doch mal an, wenn ich ankomme. Ladegeist. Hier ist auf jeden Fall eine fette Kiste. Okay, was haben wir hier gefunden? Gefunden. Ja, wir sind ganz tief gestürzt. So. Da unten vielleicht noch. Oh, noch ein. Der Liebe sitzt hier. Die Mike hat das irgendwie nicht. Da noch keinen guten Weg hoch gefunden. Es ist irgendwie immer so. Ich kann mich gar nicht so richtig wendig bewegen, wie ich will, obwohl ich nur leichte Rüstung anhabe. Fühlte sich so ein bisschen träge und schwerfällig an. Und dann gehe ich so einen Schritt zur Seite und er dreht sich halt einfach hinterher. Dann bin ich aber schon wieder zu weit zum Angreifen. Oder ich habe so einen langen. Weiß ich nicht, vielleicht ist meine Waffe zu lang oder so. Oder ich bin einfach zu schlecht damit. Ey. Aber es fühlt sich bei sowas dann irgendwie mal echt doof an, als wäre ich einfach zu langsam für alles. Und manchmal, wenn man so im Angriffsflow ist, als würde man dann erstmal so eine Angriffsreihe durchführen müssen, bevor man dann wieder sich bewegen kann. Jetzt wäre man dann in so einer Schlagfolge. Das macht dann auch ein bisschen dafür. So. Eine Chemiekiste ist hier auch. Was brauchen wir denn? Ein Schnürband drin? Ja. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch eins. Ihr wollt natürlich jetzt alle hier mitkommen, das ist mir klar. Vielleicht kriege ich da gleich wieder ein Problem. Ich muss mir auf jeden Fall mal angreifen. Ey. Huch, da wollte ich nicht. Ich wollte einfach nicht gehen. Eine Attacke hat ihn da gerade rausgeworfen aus seinem Cast. Das ist auch schon mal gar nicht schlecht zu wissen. Lass das! Hör auf, Sachen auf mich zu werfen. Ja, das Kürzchen konnte man eh nicht abhalten. Okay, okay. Haben wir hier noch eine Kiste? Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Hier ist noch so ein Sargkürzi. Krankheit. Hier können wir hier rein. Ist hier noch eine Kiste? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hier irgendwie in diesem abgefackelten Schuppen. Hier bei dir. Müssen wir eben nicht werden. Pförtner. Oh oh, bitte nicht mich töten. Ich ganz gerne was essen. So, wo haben wir denn jetzt hier nochmal eine blöde Kiste? Kann doch nicht wahr sein. Haben wir da schon drin? Hier ist auf jeden Fall nochmal so ein Sarg vorziehen. Hier ist auch auf jeden Fall eine Kiste. Das ist schon mal sehr gut. Hör auf, mich so zu schlagen. Das macht man nicht. So, da finden wir doch hoffentlich jetzt das letzte Schnürband, damit wir dann noch zwei Schnallen finden können. In 6. Da drüben. Heilen ein bisschen bitte. Ich hoffe, 6 ist nicht dieser Dungeon, der da auch mit markiert ist. Wie kommen wir denn hier raus? Hier. Karburg.
So, lass mich mal. Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Das klingt so, als würden sie mir immer noch folgen. Was ist das? Oder was war das? Hier war was drin und irgendjemand hat es schon gelootet. Okay, hier ist auf jeden Fall Schwierigkeit der Landmarke und so. Achso, Zeltlager war nur hier gerade eben. Dann machen wir hier vielleicht vorsichtshalber nochmal eins hin. Achso, Z halt, um die Verknüpfung zu löschen, ja. Haben wir noch genug? Achso, ja, steht ja vorher schon dran. Ich gucke gerade, ob wir genug reinpacken, aber steht ja auch vorher schon dran. So, was müssen wir denn hier machen? Achso, Schnallen suchen, habe ich eben schon gesagt. Und da sehe ich auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Und zwei Pflanzen, die wir mitnehmen. Da finden wir hoffentlich eine Schnalle. Ja, einmal Schnallen. Also mehrere. Aber nur eine. Ein Plural. Können wir uns hier irgendwo durchschleichen so ein bisschen? Hier rechts scheint schon irgendwer Schwierigeres zu sein, aber... Level 40. Warum hat er diese gelben? Ist das eine Elite? Die sehen hier alle so aus. Oder heißt das einfach nur, dass ich für die Quest was Gutes tun kann? Oh, da war die ganze Zeit eine. Wir haben es gar nicht gesehen. Hier sind ja noch zwei. Auf jeden Fall hier. Oh! Darf ich bitte einen Trank nehmen und was essen? Und ich würde jetzt ungern zu weit weglaufen. Oh Gott. Hey, die Taste. Ist mehr. Ist noch viel mehr, bitte. Wo ist denn der zweite? Ist der gestorben eben? Ist der explodiert? War das ein Selbstmordfuzzi? Okay, aber schnell weg hier bitte, weil die sind super stark. Und, oh, mein Lager sieht ja schon besser aus. Habe ich das immer mal gelevelt? Okay, das haben wir gemacht. Wo können wir diese Quest überhaupt abgeben? Hier, ne? Dann machen wir doch hier mal so Punkte hin. Punkti, machen wir hier Punkti hin. Und dann laufen wir doch einfach mal querfeldein dahin, würde ich sagen. Nach genau da. So, dann haben wir ja ein bisschen was gemacht. Wir haben ja schon 6 Quests erledigt. Die geben wir ab. Vielleicht sind wir dann sogar schon 38. Mal schauen, wenn wir 38 sind, können wir, glaube ich, schon ein neues Werkzeug tragen, was ich mir gekauft habe. Vielleicht geht es auch erst ab 39, aber ich glaube, es war 38. Wir müssen auf jeden Fall Level 40 sein, damit wir mit der Hauptstory weitermachen können. Ah, das dauert dann leider noch ein bisschen. Hier ist auf jeden Fall aber alles schwieriger und hoffentlich kriegen wir auch mehr XP pro Kill und pro Questabgabe. Das weiß ich aber nicht so ganz genau. Muss ich jetzt hier über die Brücke rüber oder können wir da so hin? Wir können unten runter durchgehen, wie es scheint. Müssen wir diesen Weg da gehen? Das klingt hier auf jeden Fall nach gefährlicherer Musik. Okay, was ist da noch für ein Zeichen? Haben wir hier irgendwann mal eine Quest angenommen, als wir hier lang gelaufen sind? Kann sein, ne? War das die mit der Freundin, die immer so irgendwelche Versteckspielchen machen? War das die? Dr. Leonie Roggewehn. Mal gucken. Hier ist auf jeden Fall ein Weg hoch, aber hoch wollen wir ja gar nicht. Hier ist schon jemand, der hier die ganzen Sachen farmt, die sowieso zu hoch für mich sind. Also kannst du das behalten. Ich weiß gar nicht, wie hoch unser Handwerk hier ist mit Bergbau. Webermoor ist sehr hochgestellt hier. Gibt es hier überhaupt einen Hochweg? Da sieht es so aus, als würden wir durchkommen. Zu weit weg für mein Dings, ja, für mein Lager. Das ist okay. Sei mir herzlich gegrüßt. Hier können wir noch was abgeben. Sehr schön. Und nehmen wir was Neues an. Und da irgendwo können wir auch noch was abgeben. Wir können ja vielleicht hier mal so ein paar Quests annehmen, die hier so sind.
Oder ist die Abgabe an dieser Tafel davor? Wo ist die denn? Da ist die Tafel. Ja, hier können wir auf jeden Fall, was können wir hier abgeben? Alle Missionen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind. Drei, doch, da steht's. Du hast drei abgeschlossene Missionen. Machen wir. Nehmen wir die nächsten hier mal an. Und wir sind Level 38. Sehr cool. Dann nehmen wir doch hier mal was an. Ich fürchte, du hast dir keinen guten Zeitpunkt für einen Besuch ausgesucht. Mehrere Dorfbewohner sind erkrankt und manche haben den Verstand verloren und sind zu Verlorenen geworden. Auch mein eigener so. Und jetzt fühle ich mich auch unwohl. Kann ich dir irgendwie helfen, Amurat Kemal? Keine Ahnung. Wenn du herausfindest, was die Krankheit auslöst und dem ein Ende setzt, dann würdest du unser Dorf vor dem Untergang bewahren. Ob es an den Fischen aus dem Moor liegt? Mein Sohn wurde krank, kurz nachdem er einen großen Fang von dort mitbrachte. Okay, könnt ihr aufhören, Fische zu essen? Das versuchen wir ja, aber Fisch ist hier im Moor unsere Hauptnahrungsquelle. Okay, die Fischwetterfischerei könnte der Quell allen Übels sein. Dort treiben sich jetzt ein Haufen verlorener Schufte herum. Vielleicht solltest du dort mal für Ordnung sorgen. Ein Versuch wäre es wert. Tut mir leid, ich werde gebraucht. Okay, nehmen wir mit. Klar, wir helfen ihm. Es geht um seinen Sohn und alle anderen Dorfbewohner. Wir sind ja nett. Was kannst du mir noch geben? Thaddäus. Willkommen. Oh, warum reden die denn hier alle nicht? Willkommen, wenn du Schutz vor der Verderbnis suchst, bist du hier falsch. Eine mysteriöse Krankheit geht um und wir haben noch kein Heilmittel gefunden. Kann ich irgendwie helfen? Möglicherweise. Als ich neu hier war, hörte ich Geschichten über eine Krankheit, die vom Moor verursacht wurde. Aber nach 200 Jahren ist mein Gedächtnis nicht mehr so gut. Ich frage mich also, ob die Krankheit schon früher einmal aufgetreten ist. Könnte das helfen, das Heilmittel zu finden, wenn wir rausfinden, wie lange es die schon gibt oder ob es die schon mal gab? Darauf wollte ich hinaus. Sollte das eine Art Zyklus sein, dann könnte sie auch schon in den Tagen der Ahnen aufgetreten sein. Bei der Vega-Brücke gibt es Kräuter, die sie zur Behandlung allerlei Krankheiten genutzt haben. Sammle ein paar davon, damit Alchemistin Rubis Tests damit durchführen kann. Machen wir. Machen wir sofort. Was es hier nicht alles gibt. Was hast du denn noch? Redest du wenigstens mit mir? Klaas Erasmus. Nach dem Ausbruch des Bruchbergs und dieser seltsamen Krankheit kann man den Leuten ihr Verhalten kaum verübeln. Aber Diebstahl? Die Leute hier waren mal ehrbar. So etwas gibt es doch nur im Entermesserriff. Was wurde denn gestohlen, Claes? Alles, was nicht nied- und nagelfest war. Essen, Vorräte, Werkzeuge. Die Leute sind verzweifelt und nehmen, was sie tragen können und machen sich dann aus dem Staub. Das Seltsame daran ist, dass einige zu Verlorenen wurden, aber sie stehlen nach wie vor Sachen von uns. Die Verlorenen beklauen das Dorf? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, vor allem einer. Matheson, er handelte hier. Ein recht gieriger Mann, aber keineswegs unmoralisch. Als Verlorener kommt er regelmäßig zurück und klaut Dinge im Dorf. Wenn du ihn finden und erlegen könntest, würde uns das sehr helfen. Ja, wir helfen doch sehr gerne. Also hier gibt es aber bestimmt noch mehr Quests, oder? Alligatorenzähne sammeln, was ist das hier? Verräterische Gespenster. Suche nordwestlich, da sieht man nach der Ektoplasmaspur. Okay, wir machen mal kurz Gebietsruf. Aufbewahrung, auf jeden Fall Aufbewahrung. Und sammeln, sammeln gefällt mir auch. Jetzt haben wir hier schon wieder, was können wir dann hier alles? Drei, wir haben 8 Waffenführungen, haben wir auch bekommen, stimmt. Stimmt. Für Beil, ne? Was können wir denn lernen? Was ist das hier? Ausrücken. Wenn das hier wieder... Mehr Schaden. Berserker haben wir schon alles gelernt. Was machen wir hier? Leicht und 25 mehr Schaden. Ja. Gesammelte Kraft. Ich würde ganz gerne noch was machen, was mich heilt. Triffst du dasselbe Ziel mit 3 aufeinanderfolgenden leichten Angriffen, dann erhältst du Verstärkung. Das haben wir, glaube ich, schon, ne? Prügel. Alle Abklingzeiten werden verringert, wenn ich Low-Gegner treffe. Okay, was haben wir hier noch? Kritischer Wurf. Ja, Beil werfen tun wir ja nicht, ne? Gezielter Wurf. Ja, dann müssen wir wohl hier irgend sowas, ne? Machen wir das. So, dann wollten wir...
Oh, was ist das? Ist das eine Küche? Ah, können wir hier mal wieder was kochen? Fischration, kleine Rationen. Nichts richtig Sinnvolles, wie mir scheint. Oh, Entschuldigung. Zu wenig geschlafen. So, aber wir gehen mal dorthin und fangen mal an zu schauen nach. Finde die Fährte des Verräters. Was ist das hier? Ich glaube, wir müssen die Ektoplasmaspur oder sowas verfolgen. Geht's hier lang? Ist das hier richtig? Das hier richtig? Oh, wir sind gestürzt. Oh nein. Das sieht aus wie Spur. Können wir hier drunter durchrollen? Ja, wo ist denn Spur? Ektoplasma untersuchen. Folge der Ektoplasmaspur. Dorthin. Aber analogen. Wir gehen bestimmt wieder, ohne uns angemeldet zu haben. Kommt gleich. Ja. Feuersteine, Feuersteine, Feuersteine. Blumenblüte. So, Ektoplasma. Hier wieder Ektoplasma. Ektoplasma. Da hinten geht's weiter. Wir sind so ein guter Fährtenleser oder Fährtenleserin. Traumhaft. Sieht ein bisschen aus. Ich sag's lieber nicht. Na, egal. Dort lang. Ich frage mich, wie wir das sehen können. Wir untersuchen hier an einer Stelle Glibber und dann ist auf einmal 400 Meter weiter neuer Glibber, den wir sehen, natürlich. Der aber halb im Boden versunken ist. Wir können ihn sehen. Wir haben dann den Ektoplasma-Blick. Was kann ich alles... Alligatorzähne? Das sieht aber nicht aus. Der wird gepresst. Das sind auch nur zwei diese Zähne. Aber der hat keinen Marker dafür. Oh, heute 70. Entschuldige, ich habe schon Rumpf getötet. Das tut mir leid. Da ist der nächste Punkt. Oh Gott, wie weit geht denn diese Spur? Haben wir eigentlich auch überhaupt gar keine Pfeile mehr, ne? Könnte ich vielleicht mich auch mal drum kümmern. Woher kriegen wir denn Pfeile? Können wir Pfeile bauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder musste ich die kaufen? Oh, alles vergessen. Ektoplasma, Ektoplasma. Überall ist Ektoplasma. Gibt's umsonst, ist ein Angebot. Das war echt eine lange Spur. Da vorne ist hier irgendwie Riff und Schiff und was weiß ich. Dann wird der nette Herr wohl hier sein. Da liegt schon ein Briefchen. Das Briefchen. Oh, was ist jetzt hier? Achso, töte Matheson. Ist er das da vorne schon? Können wir das hier kurz vorlesen, Matheson, bevor wir dich töten? Seemannslied, Piraten-Log-Einträge, Seite 1. Oh, kommet ihr Jungen und Mädel mit Augen so leuchtend fein, zu hören eine Geschichte, die gibt jedem Seemann Pein. Es gibt da eine Insel, sie ist umgeben von Stürmen und seid gewarnt, sie nicht zu erzürnen. Du erzürnst mich gerade. Ich wollte gerade das Gedicht vortragen. Das ist unhöflich. Zerstörst die Kunst. So, weiter geht's mit Gedicht. Wir fangen mal von vorne an. Oh, kommet ihr Jungen und Mädel mit Augen so leuchtend fein, zu hören eine Geschichte, die gibt jedem Seemann Pein. Es gibt da eine Insel, sie ist umgeben von Stürmen und seid gewarnt, sie nicht zu erzürnen. Bleibt also weg, wenn euch euer Leben lieb ist. Eternum, Eternum, Land der lebenden Leichen. Eternum, Eternum, lass mich ziehen, ich will meine Heimat erreichen. Noch nicht gefunden, Seite 2, okay. Und das heißt, wir haben jetzt hier schon mal Matheson gefunden, sind der Spur gefolgt. Wo sind wir denn? Oh Gott, wo sind wir denn? Ich sehe uns gar nicht. Da. Ja, könnten wir ja glatt eigentlich hier bei Nummer 2 weitermachen, ne? Oder uns Richtung Nummer 2 aufmachen. Haben wir das nicht aufgesammelt? Ich dachte... ja, schön, schönes Gedicht. Ich glaube, wir müssen über Land gehen. Das sieht aus, als würden wir da ertrinken. Als wäre der Weg zu weit. Sickerstein, nehmen wir mit. Den mag ich doch gern. Ist das da ein Wildschwein? Es frisst. Solange es frisst und mich in Ruhe lässt, muss ich es nicht töten und freue mich darüber. Ja, borstiges kleines Tierchen. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir mal, was wir mit Raubzügen und fischige Pein und so weiter noch alles so anstellen können. Also, ja. Dann bauen wir auch ein neues Zeltlager vermutlich, damit wir hier nicht sterben, weil hier sterbe ich wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, vielleicht können wir dann da hinten den Wegpunkt noch mitnehmen, aber ja, erstmal danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, gerne weiter in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao, ciao.